Also ist schon kurios. Ich bin gerade auf dem Weg wieder zurück zu Susanne, fahre durch Zweifall mit dem Traktor. Ich war vorher noch an der Tankstelle und habe groß investiert. Und dann sehe ich hier zwei Leute mit dem Kreuz über die Straße laufen und habe direkt eine Vollbremsung gemacht. Hallo. Darf ich euch filmen oder nicht? Ihr seid jetzt noch nicht drauf. Ihr seid ja gerade mit dem Kreuz hier rübergegangen. Seid ihr hier am Restaurieren, am Renovieren jetzt oder was? Das sind die Umbauarbeiten wegen der Kirche, weil die Kirche ja auch beflutet war. Sehe ich das richtig, dass die Kirche so 1,20 Meter, 1,30 Meter... Hier stand das Wasser. Das Schwellwasser war höher. Ja, das Schwellwasser ist da. Wahnsinn. Die Sachen waren dann der evangelischen Kirche in Sicherheit gebracht, werden jetzt alle rübergebracht. Ja. Prüfen laufen schon die Aufräumarbeiten, also dass die Wand abgestockt, dass das abgedeckt wird. Hier nebenan, oder was? Da im Nebenraum, der Sakristei und im Pfarrhaus auch. Ja. Und ihr habt da so ein Lager gemacht für die Betroffenen, oder was? Das war anfangs, ja. Ja. Lager, beziehungsweise auch, anfangs noch mehr Sachen hier gelagert. Ich kann die Frau aber mehr zu sagen. Ja, es ist das sind die Parallelen hier, die man überall wieder erkennt. Die Kirchen werden genutzt als Zwischenlager. Hallo. Hallo, ich bin Kathi. Ich bin der Markus. Darf ich filmen? Ja, klaro. Ja? Okay. Hallo. Erklär mal bitte kurz. Ich bin jetzt hier in Stolberg ein bisschen aktiv. Ich komme eigentlich aus dem Ahrtal. Ich weiß, du bist daher wie überführt. Kennst mich? Okay, super. Markus, ne? Markus, hallo. Wie ist das hier gelaufen? Ich sehe, ihr habt auch Kirche als Lager benutzt. Ihr habt hier Sachen gerettet aus der Kirche raus, ne? Ja, also es war das Ganze so. Die Flut kam ja zweimal bei uns. Zweimal. Mehr oder weniger. Also zwei große Wellen. Und die erste Welle war zum Mittag am 14. und es ging wieder weg dann, das Wasser. Und in der Nacht ging es los, da kam das Riesending. Und wir haben ja das vom Mullertshütte mehr oder weniger gekriegt über die beiden Bäche, was hier laufen. Ja. Fichbach und der Hasselbach. Und Wasser kam von jeder Seite. Mhm. Und im Endeffekt, die Kirche hat bis 16:30 durchgehalten und dann hat sie die Türen durchgeschossen. Und dann lief ja alles voll. Das heißt, bis 16:30 morgens früh stand das Wasser hier hoch und außerhalb der Kirche und die Kirche war trocken sozusagen, ne? Nee, nicht ganz. Ist schon leicht angelaufen gewesen. Nur dem Druck, den das Wasser gehabt hat, ja, ja. Den hat die Kirche nicht mehr standhalten können. Es ging eine ganze Nacht. Mein Haus ist das da genau gegenüber, der Mittelpunkt. Ja. Und der Endeffekt war, hallo, dass in der Früh noch, also wir haben Fotos, Videos, alle hier, da stand das Wasser da draußen noch. Das war noch gar nicht weg. Ui. Ja. Das ist dann langsam irgendwie versickert. Nach einer Woche war da drüben immer noch der See, wo der Bach rüberkam. Mit den Bauern, mit dem Ortsvorsteher, der was alles organisiert hat, der hat uns geholfen, dass wir den größten Teil mal wegkriegen. Aber Freitag, Samstag drauf dann kam mal THW von irgendwo, also Hessen und Co. kam da zu uns. Feuerwehr kam, DRK kam, da haben wir aber schon fast eine Woche selber gearbeitet. Also eine Woche später kamen die. Okay. Ich mache das ganz ohne Wertung. Ich sammle nur. Ne? Ich sammle nur. Wir haben das hier selber bewertet. Ja, ja. So. Und eigentlich für uns ist jetzt nur mehr wichtig, so wie bei allen anderen, es ist Oktober, wir haben schon 4 Grad in der Früh hier. Ja, heute Morgen war es saukalt hier. Ne? Es muss noch gestemmt werden, dass vom Winter wenigstens die ganze Scheiße von den Wänden und von den Böden weg ist, damit es über den Winter mehr oder weniger trocknen kann. Dann kannst du mir hier noch was zeigen? Weil da kommen viele Leute hin aus der Sakristei. Ja, oder? Ja, ich darf filmen? Wir haben Hilfe bekommen, uneigennützig, einfach da gewesen, von der albanischen Moschee in Troisdorf. Wir haben ein eigenes Team, die arbeiten hier für uns. Die haben sich einfach bereit erklärt, haben mich angerufen und gesagt, wir kommen. Ich habe 15 Mann, was hast du für Arbeit? Und ich, okay. Also welche Religionen treffen hier aufeinander? Ihr habt euch gerettet in die evangelische Islam. Kirche. Der Islam. Jetzt ist der Islam hier, ja. Hilft in der katholischen Kirche. Das muss mal hier festgehalten werden. Ja, und was noch dazu kommt, ist, da sind wir uns beide einig. Es ist egal, welche Religion findet in die Häuser, Moschee, Kirche oder sonstige statt. Alles andere ist Mensch. Mensch, genau. Für Mensch. Ja. Und das ist, und das ist wichtig. Ich habe letztes Wochenende schon, waren die schon hier, dann wurden sie nicht fertig.
haben gemeint, wir kommen nächstes Wochenende nochmal, wir machen den Rest fertig. Ich habe letztes Wochenende schon für alle gekocht. Ohne Schwein, ohne nichts, weil sie es einfach nicht essen. Habe für denen extra gekocht und jetzt koche ich schon wieder extra. Also wir sind in der katholischen Kirche. Gerade kam das Kreuz aus der evangelischen Kirche, weil es in die evangelische gerettet wurde. Ja. Hier kamen gerade Leute raus. Ich dachte, die sehen aber nicht ich will mich nicht falsch ausdrücken, nicht nee, deutsch aus. Ne? Genau, völlig egal. Und das sind dann Helfer von der sag nochmal bitte, von welcher Kirche? Albanische Moschee in Troisdorf. Das ist echt der Hammer. Und die helfen uns hier. Also du kannst das riechen hier. Also. Ja, den Geruch kann ich überhaupt nicht abhaben. Ja. Der ist mir sehr bekannt, der Geruch. Ne? Ja. Und das ist das Besondere irgendwie. Das ist völlig egal, wer du bist, was du bist, welche Religion. Es ist egal, welche Hautfarbe, egal ob groß oder klein, egal ob männlich oder weiblich. Wurscht, welche Religion. Alles scheißegal, die helfen einfach. Jeder hilft hier. Krass. Und alle sind sich einig und alle schließen Freundschaften und alle können miteinander und es gibt keinen Streit, kein gar nichts. Es wird einfach nur getan und geholfen. Ja. Und das ist genial. Das ist Menschen, das ist Gemeinschaft. Und Gemeinschaft sind wir alle. So ist es. Mir läuft es gerade ein bisschen den Rücken kalt runter, obwohl ich 3 Jacken an habe. Wahnsinn, hier ja, muss alles raus. Ja, ich muss gleich wieder raus. Ja. Also, ich muss es nochmal wiederholen. Hier arbeiten gerade, ich will mich nie falsch ausdrücken, wie soll ich sagen? Menschen, die einen anderen Glauben haben als das Glaubenshaus, wo drin sie gerade arbeiten. Ne? Und das ist egal. Es braucht Hilfe und wir helfen. Ja, also, ich finde das so beeindruckend. Also, das, was hier passiert, ist. Das hat irgendwie mal gefehlt in Deutschland. Die Katastrophe hat nicht gefehlt, aber dieses Signal, was hier gerade überall passiert. Das Markus, und für alle Menschen, jetzt mal ganz realistisch, ja. Wir müssen wieder eine Gemeinschaft werden. Über die letzten Jahrzehnte ich komme selber aus Wien, ja. Ja, man hört so ein bisschen. Ein bisschen. Über die letzten Jahrzehnte haben sich die Leute, ich sag mal, gruppiert, nennen wir es so, ja. Und viele eigentlich nur mehr für sich selbst. Ich bin nur mehr für mich selbst zuständig, nur mehr für meine Familie oder maximal für meine Nachbarn. So, klar, ich gebe ehrlich zu, die Arbeitswelt, denke ich mal, spielt da eine Rolle. Wenn jeder arbeiten muss, will er am Wochenende einfach nur mehr seine Ruhe haben. Ist ein Realismus. Aber jetzt hier, was das hier zeigt, vom A-Teil angefangen bis quer durch, ja, die Menschen sind doch füreinander da. Wenn es darauf ankommt, kommt jeder und hilft. Und das ist wichtig, zu wissen, wann wirklich Scheiße am Kochen ist. Ich bin da. Es ist mir egal, du kennst mich nicht, aber ich bin da. Gib mir eine Schaufel, gib mir einen Besen, gib mir einen Eimer, gib mir irgendwas, ich helfe dir. Ja. Und das ist jetzt eine Chance für uns Menschen wieder. Und die sollte man eigentlich ergreifen und das sollte man beibehalten. Weil ich bin mir sicher, und Holz, es wird irgendwann wieder irgendwo was passieren, egal wo. Aber dann weiß ich hundertprozentig, wir hier, wir werden woanders helfen fahren dann. Ja. Es und ist das soll bleiben. Ich habe ja so ein bisschen Überblick mittlerweile über die ganze Katastrophe, weil ich im Ahrtal war, ich war jetzt in Eifel, ich bin bei euch hier, ist ja auch Voreifel, wie nennt man das hier, oder ist es schon Voreifel? Ja. Voreifel, ne? Es ist völlig egal, es läuft überall gleich und das ist das Beeindruckende. Bei uns war ja auch die islamische Gemeinschaft. Und hallo! Es ist völlig egal. Hi. Darf ich euch filmen? Hast du das Wasser angedreht? Nee, habe ich noch nicht abgedreht. Musst du abdrehen? Also ich habe noch nichts aufgedreht heute. Ja, dann musst du aufdrehen gehen in den Keller. Also Wasser ist abgedreht, höre ich gerade. Ne? Ist ja auch egal. Also ich finde es super. Ne? Also es ist ein tolles Video, ist wieder ohne Drehbuch, wie gesagt. Egal, nicht, gibt was hier auf mich zukommt. Gibt kein Drehbuch. War nicht abgesprochen. Ich bin wieder fasziniert. Und heute ist ein guter Tag, muss ich sagen. Und Markus, das Leben ist das Drehbuch. Genau. Komm, was kannst du mir noch zeigen? Oder? Ja, komm mit. Wenn ich was nicht filmen soll oder so, musst du sagen, ne? Also da, der Keller, der wird gestellt. Ein eigener Trupp. Das ist Pfarrhaus hier, oder ja, was? Ja, das ist das Pfarrhaus. Okay. Also euch hat es richtig getroffen hier, ja, nicht übel. Da hinten ist auch getroffen, da ist auch noch ein Trupp, was hilft. So ab da an der Ecke. Ja.
Also ich bin hier eben vorbeigefahren, da waren nämlich hier so viele Menschen. Ich dachte, da muss ich gleich mal aufpassen. Und da wurde gerade das Kreuz über die Straße. Das war ein Bild. Ich wollte es erst filmen. Ich dachte, nee, kannst du nicht einfach filmen, musst du fragen. Ich dachte, ey, wie krass ist das? Hier wird gerade das große Kreuz über die Straße getragen. Also Markus, ich kann eins sagen. Das ist vielleicht in anderen Gebieten anders. Und ich weiß, man muss fragen, Datenschutz und Scheiße und Co. Aber bei uns kann jeder kommen, kann jeder gucken, kann mit anpacken, dann bitte auch nicht nur so. Ja. Und kann gucken, wo kommen Spenden hin, wo arbeiten Helfer, wo gibt es was zu essen, wo gibt es Kaffee, so nebenbei bei mir drüben alles. Bei uns kann jeder kommen. Wir haben nichts zu verbergen, wir haben nichts zu verheimlichen, wir haben die gleiche Scheiße wie überall, die ist nur gleich und schaut gleich aus. Aber wir Menschen sagen nicht, dass wir uns verstecken oder so. Wofür sollen wir uns verstecken? Für nee, das sowieso nicht. Ne? Nö. Also ich finde es super. Ich gehe hier wieder durch die Kirche, weil ja, ich stehe mit dem Traktor durch. Voll im Weg auf der Straße. Aber ich musste einfach stehen bleiben. Ja. Ne? Das ist wieder der neugierige Markus. Danke dir, ne? Und alles Gute. Ciao. Das sind Geschichten, das muss man erstmal emotional alles verkraften, was ich hier mitkriege. Aber ich glaube, ich bin da jetzt schon ein bisschen abgehärtet. Unfassbar, also unfassbar. Und ich bin immer froh, dass ich euch mitnehmen kann, dass das wirklich alle sehen, was ich hier erfahre. Das ist mir auch wichtig, einfach zu sehen, was das für eine Riesengemeinschaft ist. Und völlig egal, welche Religion. Und ich will es nicht wiederholen, aber überall das Gleiche. Und ihr seid alle super, wirklich. Ja, so schlimm die Katastrophe ist, aber vielleicht musste sowas mal passieren, dass wir alle mal wieder runterkommen, dass wir alle mal wieder das Wesentliche im Leben kapieren. Ne? So, ich stehe hier ein bisschen blöd mit dem Traktor, genau in der Kurve. Ich fahre jetzt weiter. Und ah, das ist der Eingangsvorhang hier, ne, damit es nicht so kalt wird. Stange auch weg! Normalerweise ist ja halt hier der Thermoschutz. Ah, da hinten wird gegessen, da sind ganz viele Leute. Ich will jetzt nicht einfach rumfilmen, ohne zu fragen. Ich fahre jetzt auch weiter. Euch alles Gute, ne? Und viel Erfolg. Bis dann. Also, ich bin hier in Zweifall. Zweifall sagt Danke. Zweifall bekommt von mir viel Beifall. Das ist wirklich gut, was ihr hier macht. Und es freut mich einfach. So, ich fahre jetzt weiter zu Susanne. Und habe gerade, wie gesagt, getankt. Also schwer investiert. Und ich muss hier aus der Kurve raus, das ist zu gefährlich. Bis dann. Ciao.